Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, alle hier vom Swissbalm Clan oder natürlich auch außerhalb, die in den Twitch-Chat und in den Stream gefunden haben. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu der heutigen COD-Action. Und das bin jetzt natürlich nicht noch ich, sondern ich habe auch noch einen wunderbaren Menschen mit dabei, der die Production macht und zwischendurch auch mal noch ein Wort reinwirft. Hi Multi. Guten Abend miteinander. Ja. Ich bin der Multi, ich bin heute für euch da, um die ganze Technik hier am Laufen zu halten. Und der liebe Caster von uns, der Alizrem, wird uns hier alles vorreden, sagen wir mal so, und uns alles zeigen. Genau, ich habe schon gesagt, ich bin der Affe, der dann rumschreit, was passiert. Und danach, nach dem Spiel, sagen wir, warum ist das überhaupt passiert? Und dann sagst du, ja, ne, zu viele Bodyshots gehittet und nicht genug Headshots. Und dann gewinnt man oder verliert man. Oder irgendwie so geht das doch in COD, oder? So ungefähr, ja. Also da ist natürlich auch viel Skill dabei, sagt man. Viele sagen, das ist auch Luck dahinter. Aber ja, wenn man die richtig trifft, dann droppt man die Leute auch schnell. Ja, genau. Aber hey, du sagst ja gerade, es ist viel Skill und auch so Strategie dahinter. Was denkst du? Es ist ja ein 4 gegen 4 Format. Wie viel Vorteil hat man denn, wenn man, schon eine Weile so als Team zusammenspielt, gewisse Synergy hat? So, ich glaube, das zeigt sich schon im Spiel, oder? Ja, also man merkt sehr schnell, ob sich ein Team gut untereinander austauschen kann. Am meisten natürlich auch die Callouts, sehr wichtig in einem Spiel. Das merkt man sehr schnell, ob die Leute auch, sagen wir mal, wenn sie gestorben sind, die Callouts geben. Deswegen wirst du auch sicher selber sehr schnell merken, ob sich die Teams untereinander gut verstehen oder nicht. Okay, perfekt. Und wenn wir über die Teams reden, ich habe auch schon im Chat gesehen, also ne, wir haben ja 3 Minuten Delay für alle, die sich wundern, aber ne, 3 Minuten in der Zukunft, in der Vergangenheit, habe ich auch jetzt schon gesehen, dass hier ja schon Go Silent und SBC und alles gespammt wird. Also es ist Silent Empire gegen Swissbalm Clan. Kannst du uns irgendwas zu diesen Teams oder zu der Liga irgendwie so was sagen? Also an sich spielen wir All-Mode heute, das heißt wir haben Hauptquartier, Control und SND dabei. Von den Teams her natürlich SBC, kenne ich auch sehr gut die Leute von da. Ich bin ja, vielleicht wie man sieht hier ein bisschen auf einem Kopf von mir, auch selber mit dabei. Deswegen das Team an sich kann ich wirklich sagen, die sind fleißig dran, die sind immer am Trainieren miteinander, sprechen sich gut ab. Bei Silent kann ich noch nicht sehr viel sagen, werde ich sicher auch noch heute, denke ich mal, überrascht werden, was die alles drauf haben. Und natürlich auch für mich auch gute Informationen sammeln, so für ein Gegnerteam. Na, ich merke schon. So. Und wir haben ja auch schon drüber geredet, hey, wie lange geht denn das eigentlich immer, bis man dann endlich mal ins Game reingehen kann. Und wir sehen schon, was sagt die Lobby? Die Spieler wären ja da, mehr oder weniger, aber es geht wohl auch immer eine Weile, bis man dann wirklich ready ist. Man kennt es ja so, ist einfach so typisch E-Sport, ne? Ja, das ist natürlich immer so, bis alle Teams bereit sind, bis die Absprache da ist. Und natürlich mit dem neuen MW hier im MW2 sind immer ein paar Probleme mit dabei. Am meisten von Lobbygestaltung, da kommt jemand nicht rein, kann nicht joinen oder die Lobby bricht einfach plötzlich zusammen und das ist alles futsch. Deswegen, das ist immer ein bisschen Zauberei dahinter, ob man das wirklich hinkriegt. Ja. Denkst du, das neue COD ist ja schon bald wieder ums Eck. Wird das besser? Ich traue mich fast nicht zu fragen, ehrlich gesagt. Also. ich weiß es nicht. Hast du ein bisschen Informationen vom neuen COD? Ja, ich weiß halt, dass die Beta jetzt schon angespielt wurde und alle meinten bisher so, ja, ist halt COD, ne? Aber wie das dann mit Lobby kreieren und mit all dem Zeug ausschaut und ich weiß, dass schon erste Hacker rum gewallhackt haben und so. Ja. Ich verstehe, aber ganz kurz, ich verstehe aber auch eine Firma, wenn die sagen, ey, das ist eine Beta, in der geht es ja um absolut nichts. Wir wollen einfach mal testen, ob das alles funktioniert und dass du dann jetzt nicht schon super hart auf Anti-Cheat setzt oder so. Ich verstehe es irgendwie ein bisschen.
Absolut, ja. Also die Beta ist natürlich wirklich auch da, um zu testen, ob alles stabil läuft. Und wenn natürlich solche Fehler auftauchen, können die das natürlich auch noch korrigieren. Die haben ja noch Zeit bis im November. Wir hoffen natürlich, dass die da ein bisschen was machen können daran. Denn sonst wird das wieder ein mühsamer Start für das neue Call of Duty. Ja, das wollen wir nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich werd dann auch mal wieder reinschauen. Ich habe ja schon sehr lange nicht mehr aktiv COD gespielt, aber ich habe mir jetzt selber auch vorgenommen, hey, wenn dann ja sowieso ein neuer Titel rauskommt, dann kann man ja auch mal vielleicht wieder ein bisschen aktiv spielen. Wer aber wirklich schon aktiv spielt und ich muss euch nochmal wirklich auch Grüße in den Chat rausschicken. Ich feiere das, wie auch schon gesagt wird, eigentlich ganz Silent ist ja schon hier und ja auch von Swiss Bomb Clan da. Sind die Fans da, die Leute, die feiern mit, die sind Hype und die sind genau wie wir einfach nur hier gerade auf Kohlen, denn wir wollen, dass es endlich mal starten kann. Aber ja, wie gesagt, ne? It is what it is. So, ich sehe gerade, die Teams sind jetzt momentan alle schon mal in der Lobby. Wir warten jetzt nur noch auf den Anpfiff der ersten Runde. Ach, sehr Dann schön. müssen noch ein paar Einstellungen, denke ich mal, vorgenommen werden in der Lobby. Es gibt ja spezielle Regelwerke, die man halt befolgen muss im ganzen Liga-Modus. Deswegen noch ein paar Sekunden. Erste Map sehe ich gerade, Albagra Fortress. Und zwar Hardpoint, sehr schwierige Map, muss ich sagen. Also das wird eine ganz spannende Runde. Eine ganz spannende Runde, sagst du. Ja, das feiern wir doch besonders zum Auftakt. Denkst du? Wenn, was soll ich sagen, wie wichtig ist diese erste Runde? Es ist ja ein Best of Five, das heißt, wer zuerst fünf, Entschuldigung, drei Runden von fünf gewonnen hat, der hat das Ding dann ja im Kasten. Und ich glaube, so eine erste Map, die kann auch schon allein für das mentale Spiel und für die Moral und alles, kann schon sehr viel ausmachen, ne? Das ist natürlich so, das werden wir jetzt natürlich auch gleich herausfinden, denn die Runde ist am Laden. Wir switchen auch gleich. Perfekt. Und das scheint jetzt doch der Start zu sein. Er kann sich hier den ersten Kill sichern. Jawohl, zwei sind schon gedroppt. Und das heißt, man hat hier auf Silent-Seite je nachdem vielleicht noch ein paar Möglichkeiten. Silent kann ganz knapp rauskommen, aber holt auch ganz knapp den Kill hier nicht. Es bleibt soweit ja mal alles in Ordnung. Es ist nur das Early Game nennen wir es jetzt mal. Es ist auch ein Aufwärmen, was natürlich die Teams auch schon vorher gemacht haben, aber es ist trotzdem immer wieder im Setting reinkommen. Und genauso ist es auch gerade die Frage, wer kann jetzt zum ersten und schnellsten stabilisieren? Ein Kill wird hier noch gefunden. Nakshi geholt worden von Evolution Hades. Und ja, die Punkte, die sind gerade kontrolliert. Auch immer die große Frage mit dem Spawn-Kill, ne? Mit dem. Wer kann hier den Hardpoint halten? Und wer kann dann auch rüber rotieren zum nächsten? Das wird hier gerade gemacht. Es wird auch contestet und man begibt sich hier in Position. Und Evolution hier bekommt hier diesen wichtigen Kill. Sehr, sehr schön. Und das meine ich eben, dass man langsam, aber sicher einfach reinkommt und okay, man wird hier geholt. Die Kills, die fallen wirklich. Die Spieler, die sind fleißig, die haben Bock hier. Die stürmen rein, holen sich das Ding. Die sind nicht zögerlich unterwegs. Hier schöner Pre-Aim, auch von Evolution her schon mal alles anzuschauen. Und trotzdem wird er dann geholt von da, wo er selber herkam. Endeffekt gibt es jetzt hier aber wieder Punkte, solange man die Position halten kann für unser Team. Im Moment, ich glaube, es sieht halt super, super even aus. Beide Teams praktisch auf 40 Punkten. Ja, absolut genau 40 Punkte. Und dann aber schon in Position, um auf der anderen Seite dann wieder den Hardpoint zu halten, sind jetzt alle Squads. Man holt sich hier den ersten Kill. Ihr seht es auf der Minimap unten. Wir sehen, wie man versucht, diese Site wieder einzunehmen und das auch ganz gut funktioniert. Da sind ganz, ganz viele Kills gefallen und Manu mit zwei Kills hier und auch Xpiso mit wunderschönen Kills. Also man hat hier super, super gut Silent weggekriegt vom Punkt. Jetzt selber aber wieder mit den Revenge-Kills.
Also Silent, die wollen nicht locker lassen und die wollen den kleinen, aber feinen Punkte-Lead, den wollen sie nicht abgeben. Sie haben noch 20 Sekunden mit dem Punkt und ob sich das jetzt noch groß lohnen kann mit den Kills, die man hier findet, das wage ich zu bezweifeln. In 10 Sekunden rotiert das nämlich zum nächsten Punkt. Das heißt, in 10 Sekunden kann das Ganze vielleicht wieder swingen. Also einen ganzen Punkt bisher ahead ist hier Silent, aber ihr kennt es, es sind noch 4 Minuten zu spielen. Und das kann hier natürlich noch in jede Richtung gehen. Ah, Nakshi hier, den Kill geholt. Wunderschön. Okay, natürlich die dritte Dimension muss man auch beachten, wenn eine... wenn man über einem ist auf dem Balkon und hier auch in der Rotation erwischt hier. Skardiak zeigt sich von seiner besten Seite. Er zeigt sich von einer richtig guten Seite. Mein Gott. Was für eine Leistung hier von Silent im Moment. Und natürlich, der Graben, er wird etwas größer, hier gut reagiert, den Intel genutzt. Wurde ja auch vorher gesagt hier von Multi, die Callouts sind wichtig, das Spotten und das richtige Ansagen untereinander. Hier noch kurz eine kleine Absicherung gegen Nates, um sich am nächsten Punkt zu setupen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der jetzt auf uns zukommt, Evolution. Kann er hier einen Kill finden? Nein! Er wird von Dropshot geholt. Und auch hier, Harley wird nicht lange überleben. Lara Croft, schönes Ragdoll-Event mit der Explosion. Es zeigt aber gerade einfach, Silent, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Im Moment kann niemand den Hardpoint kontrollieren. Die Zeit tickt aber trotzdem runter. Wer kann als erstes auf diesen Punkt kommen? 1-1, Straight Evolution Hades holt sich 2! Holt sich 3 sogar! Oh mein Gott! Das ist doch hier auch eine genauso gute Leistung, wie wir sie gerade von Silent gesehen haben. Kann das genug sein, um hier wieder auf den Gleichstand zuzuzielen? Man kann damit natürlich jetzt noch ein paar Sekunden den Point halten und ja, irgendwann ist es dann auch für den Hirsch zu viel. Diak holt sich da wieder den Kill und es ist wirklich ein absolutes Blutbad und wir sind super, super nah beieinander wieder, aber Silent mit einem kleinen Lead und auch dem Positional Advantage, sie sind auf dem Punkt, kann hier, leider Harley, keinen Kill gefunden, der eben wichtig gewesen wäre, aber Silent macht es dem Swiss beim Clan eben auch nicht einfach. Die Nate auch nicht sehr erfolgreich und diesen Punkt wird man vielleicht noch einmal contesten können oder einfach schon, wenn das nicht klappen sollte, zum nächsten gehen. Hier Picasso holt sich da schon mal einen guten Kill, wird nicht fallen, ist zwar ganz schön blutverschmiert der Bildschirm, man kennt's aus dem Call of Duty und okay, ich habe nichts gesagt, dann jetzt geht's halt schon weiter. Na gut, na gut. Und boah, schön, aber auch der Return-Kill. Also Zodiac mit einem Kill und dann geht's eben direkt wieder mit dem Return-Kill weiter. Zodiac definitiv ein bisschen der Player to watch hier gerade und Evolution Hades auch seine Momente gehabt. Wurde aber gerade eben von Zodiac abgeholt, also ja. Ihr seht hier auch mal gerade für zwischendurch, wie so die Kill-Death-Assist-Ratio denn gerade aussieht. Und da ist ja auch die ganze Zeit die schönen Anti-Nade-Absicherungen, die einfach überall wie wild gedroppt werden. Blutenhirsch kommt da! Ui! Mit ein bisschen Deckung, aber zu wenig Deckung. Auch nochmal so ein kleiner Verzweiflungsakt auch. Man merkt schon ein bisschen der Druck, der mittlerweile auf dem Swissbomb-Clan liegt. Die wissen, ja, also es sind jetzt doch doppelt so viele Punkte, wir haben. Es sind noch 10 Sekunden auf diesen Punkt auf und danach noch 2 Points, die sich hier Silent holen müsste. Und dann wird's eben schon schwierig. Aber wenn wir von den Points reden, es wird versucht, den hier schon abzusichern. Aber Silent, die lassen hier gar nicht zu, die lassen gar nichts anbrennen. Die sind schon absolut ready auf dem nächsten Punkt. Und die holen sich sofort wieder die Kontrolle. Obwohl jetzt wieder ein paar Kills gefunden werden. Aber hier Nakshi ist in einem ganz guten Spot. Wird zwar gespottet, aber es reicht nicht. Und Nakshi holt sich hier super, super viel Value. Wird dann im Endeffekt noch einen
finden mit seinen Bullets. Es ist sehr, sehr schwierig. Natürlich, man muss jetzt auch sehr, sehr risikofreudig spielen. Man ist so unter Druck. Und diese erste Runde, ich will sie eigentlich noch nicht abschreiben, aber es sind noch 3, 2, 1 und 0. Das ist Game 1 gewonnen von Silent Empire. Und dann darf ich natürlich auch mal wieder den guten Multi dazu bringen. Oh ja. Hier haben wir es gesehen. Die erste Runde ging sehr schnell vorbei. 250 zu 88. Der Sieg ist für Silent. Ich muss ganz kurz noch auf den Chat eingehen. Der Sound vom Spiel war nicht aktiv. Das war mein Fehler, da ich ja für die Liebe technisch zuständig bin. Das sollte aber jetzt gefixt sein. Solltet ihr noch den Sound wieder haben. Sehr ja. Schön. Was haltest du vom Spiel, was du jetzt gerade gesehen hast? Ich finde es sehr, sehr interessant. Es war sehr lange sehr knapp. Und ab irgendeinem Punkt ist es für mich auch schwierig, da mit dem Finger einfach auf die eine Sache zu zeigen. Aber ab irgendeinem Punkt hat Silent einfach irgendwas gefunden. Wie gesagt, vielleicht kannst du mir das sagen. Aber ab einem Punkt hat es nicht mehr so gut ausgesehen. Ich weiß, ja, das ist diese klassische, ja, also, ne, sie waren am Gewinnen, bis sie nicht mehr am Gewinnen waren. Lol. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Die erste Hälfte des Spiels, da war es sehr, sehr even und irgendwann hat man einfach keinen Punkt mehr gekommen. Und da möchte ich nochmal die Frage an dich werfen. Hast du das Gefühl, dass Silent Empire sich irgendwie angepasst hat oder irgendwas verändert hat und sie da irgendeinen Switch gemacht haben? Ja, also bei Hardpoint ist es natürlich immer der wichtigste Punkt, ist die frühere Runde zu bekommen. Also das heißt, die nächste Stellung schon mal bereithalten, abzudecken, dass die direkt von Anfang an dem Team gehört. Da hat man gemerkt, Silent hat da schon ein bisschen mehr gepusht auf die frühe Rotation von den Hardpoints, was natürlich dann auch sehr schwer für den SBC ist, um da wieder reinzukommen. Jetzt ist es halt leider geschehen, dass Silent durch das, dass die immer die frühe Rotation hatten, natürlich auch direkt sehr schnell viele Punkte machen konnte. Genau, und würdest du auch sagen, also ich glaube, das ist eine Ping-Frage manchmal, und da gibt es noch die Diskussion, ja, mit Nades und allem und mit dem Lautlossein, was es im Spiel gibt und so. Denkst du, das Team, was den Punkt hält, hat prinzipiell den Vorteil oder das Team, was den Punkt angreifen muss? Also an sich bei Hardpoint ist es natürlich schon eher die also das Team, das verteidigen muss, hat den Vorteil. Am meisten, wenn man natürlich die Map kennt, von wo das die kommen können und wo die Spawns sind. Also da hat man auch in einem kurzen Abschnitt gesehen, hat Silent natürlich SPC schön im Spawn gehalten, konnte jedes Mal einfach jeden Einzelnen wieder wegholen, bevor die überhaupt rauskamen. Das heißt an sich eigentlich, Vorteil ist schon bei denen, die die Stellung halten. Genau. Und deshalb, wie du ja gesagt hast, wenn man die Rotation ein bisschen früher machen kann. Aber ich habe großen Respekt, wenn das gut funktioniert. Wir dürfen nicht vergessen, COD ist so fast-paced. Es ist ein so schnelles Spiel und ne, du rennst da umher, du suchst dir deine Deckung, legst dich irgendwo hin oder stirbst und respawnst gleich wieder. Musst überlegen, wo respawnen die Gegner jetzt, wo ist der nächste Punkt dann, wo wie lange müssen wir den Punkt auch noch halten, besonders gegen Ende, wie viele Punkte müssen wir überhaupt noch halten und sowas. Es ist definitiv nicht einfach, da auch noch strukturiert und richtig gruppiert zu bleiben. Manchmal willst du ja auch nicht alle auf einem Haufen, du willst ja, dass alle einen guten Engel haben. Das hat man auch öfters gesehen. Also ihr seht auch, ne, wenn ich hier spectate, meine Augen sind eigentlich meistens auf der Minimap und da ziemlich festgeklebt, weil es einfach so interessant ist, auch zu sehen, wer geht jetzt wohin, wer hält welchen Winkel und so weiter und so fort. So, aber das ist erstmal zum Thema Hardpoint. Jetzt geht's ja nämlich in einen anderen Modus, Multi. Genau, wir gehen jetzt rüber ins SND.
Die Lobby wurde schon bereit gemacht. Wir laden gerade ins Spiel rein. SND, immer sehr spannendes Spiel. Ein Live, wenn du getroffen wirst, ist 3 gegen 4. Das passiert sehr schnell. Genau. Ich denke mir bei sowas immer Search and Destroy. Man kennt es von so vielen Spielen, die da immer einen ganz anderen Spin drauf haben, ne? Wenn ich so an sowas wie Counter-Strike und Valo denke. Und hier ist es eben auch, das, wie soll ich sagen, das ist das Programm von all diesen Modis. Ein einziger falscher Schritt und es ist eben vorbei. Wir werden hier weitergehen. Es ist noch die Ruhe vor dem Sturm und du hast es eben sehr schön gesagt, Multi. Es ist sehr, sehr wichtig, den ersten Kill zu finden und ihn nicht abzugeben. Und deshalb, wir sehen das auch sehr, sehr schön gerade von der Sicht von Silent David. Jeden Angle so gut clearen, wie es geht. Man wurde gespottet, man hat also Info bekommen und weiß jetzt, wo zwei Spieler sind. Die Bombe ist gerade auch in den Händen von Silent und die beiden, ja, First Blood gefunden. Zodiac wieder und Picasso somit nicht mehr verfügbar in dieser Runde. Es ist ein 4 gegen 3 und jetzt kann man das Ganze natürlich relativ schnell machen. Zodiac da mit einem, ja, fast schon unfairen Spot. Also, das war sehr schwierig zu erkennen. Aber man muss eben mit allem rechnen und wer weiß, kann man das noch 3 gegen 4 klatschen? Vielleicht, vielleicht. Denn einen hat man schon gefunden. Es ist noch 4, Entschuldigung, eben 3 gegen 2. Die Verteidigung hat aber nicht mehr viel Zeit, eine halbe Minute noch, um das Ding hier zu drehen. Man versucht natürlich möglichst präzise, aber auch möglichst schnell hier die Ecken schön abzuaimen, schön alles zu finden. Und da ist auch schon hier, was für ein Shot, die Evolution Hirsch findet. Da war es aber nur noch 15 Sekunden und nur noch er, der Silence ist aktiv. Er holt sich noch einen Kill. Was für eine Leistung, aber ist es genug? Es wird so, so schwierig, denn das Zeitlimit lässt es einfach nicht zu. Das ist die erste Runde, die somit von Silent ganz knapp geholt wird. Aber das ist nur eine erste Runde, ein erstes Beschnuppern auch wieder. Es geht ja auch weiter und ihr seht unten auch First to Six Rounds und natürlich auch das ständige Wechseln zwischen den Seiten. Man könnte ja auch, wie wir gerade darüber gesprochen haben, hey, der erhält, der zuerst das Team, das die Bombe platzieren muss, ist zuerst der Aggressor. Und dann das Team, das den Punkt wieder einnehmen und die Bombe entschärfen muss, wechselt danach zum Aggressor. Ich finde das eben eine super spannende Dynamik, die das ergibt. Besonders auch hier sieht man über. Oh mein Gott, willst du mich auf den Arm nehmen? Wieder nur schon mit explosiven Mitteln erste Kills gefunden werden und die Runde. Es tut mir leid, die ist ja fast schon vorbei, bevor sie überhaupt anfängt. Wir haben ein 2 gegen 1, also 5 Spieler sind schon weg nach den ersten Sekunden. Bitter, bitter. Aber jetzt auf der Seite von David sehen wir mal, ob er es schafft, hier gegen Evolution Hirsch etwas. Entschuldigung. Evolution etwas zu finden. Also wir haben schon gute Klatsches gesehen hier von unseren beiden Evolution-Spielern. Also die können das auf jeden Fall reißen. Und Zeit hat man ja auch. Am besten einen mitnehmen, dann die Bombe placen, dann den nächsten holen. Das Ganze nicht in ein 1 gegen 2 ausarten lassen, sondern möglichst die einzelnen 1 gegen 1 Situationen. Die sind halt so nah beieinander. Aber kann man das richtig pieken? Und ihr seht auch gerade, es wird sich verteilt. Ja, David ist hier auf dem Punkt und er bekommt einfach den. Ich bin so frech. Ein bisschen Lucky Peek. Klar, was willst du machen in der Situation? Wenn du alleine bist, kannst du nicht jeden Winkel abchecken. Das geht nicht. Und leider hat Hades da in die falsche Richtung geschaut. Und David auch mit dem Bauchgefühl komplett richtig rübergepiekt und hat sich den Kill hier geholt. Seiten werden wieder gewechselt. Es steht 2 zu 0 bisher. Und Overall Score ist ja auch schon 1-0 für Silence. Die nächsten 90 Sekunden fangen wieder an zu ticken. Und es geht eben auch wieder in dieses erste Kill finden. In das erste. Und mein Gott, Evolution Hades diesmal. Start. Und David holt sich aber direkt den Return. Traut sich etwas und verwandelt das Ganze wieder in ein 3
gegen 3. Ich merke schon, oh mein Gott, da wird wieder ein Kill gefunden von Silent. Dead Silence auch aktiviert von Nakshi, der will jetzt natürlich ein bisschen auf die Lauer gehen, ein bisschen lurken, sagen wir auch gerne. Nakshi komplett lautlos im Moment, wird deshalb auch nicht gehört und kann sich da einfach fortbewegen, wird jetzt aber leicht gespottet, wird angeschossen, aber eben nicht gefinisht und er findet nicht den Kill auf Hades. Hades hat das Ganze nochmal geholt und es sind wieder unsere beiden Evolution-Spieler und in dem Moment, wo ich es sage, sind aber auch nur noch 13 Sekunden, 12 Sekunden. Es ist eine Sache, die jetzt super, super schnell gehen muss und damit meine ich super schnell mit der Pistole den Kill geholt. Hier muss man protecten können, aber der Zeitdruck ist einfach zu viel. Viel zu viel. 3:0 somit für Silent. Es wird aber immer knapper. Ich weiß, das sieht zwar ziemlich impressive aus. Und versteht mich auch hier nicht falsch, ne? Es war auch ein wunderschöner Double, ein wunderschöner 2K, den man sich hier geholt hat. Aber ich muss auch dazu sagen, man war halt gezwungen, mit den 5 Sekunden oder was das noch waren, da irgendwie reinzugehen und einfach nur Beine in die Hand und ab die Post. Schauen wir mal, ob es hier anders auskommen kann. Was für ein Flick haben wir denn da gesehen? Sehr schön. Und das sieht eigentlich ja wieder ganz okay und ganz gut aus. Da war auch der Spot. Da hat man sich auch kurz gesehen und dann sofort die Position geklärt. Also Zodiac will dann nicht diesem Scout Rifle zum Opfer fallen und Picasso hat auch in der Zwischenzeit einen gefunden. Das könnte die erste sehr gute Runde werden. Da wird auch fast gewallbankt worden und man deckt sich hier schön mit dem Crossfire gegenseitig. Nochmal ein Kill jetzt aber auf Evolution Hades, aber Zodiac holt sich da Evolution Hirsch und somit 1-3. Das darf Picasso vielleicht ja sogar finishen. Nein, das will Zodiac nicht. Und der Return-Kill kann nicht geholt werden. Zodiac wird jetzt aber schön gefinisht von Harley. Und somit der erste Punkt für den Swissbarm-Clan. Und genauso wollen wir das doch sehen. Er ist einfach hier ein solides 1v1 und solide runtergespielt hier. I love it. Das könnte das Comeback sein. Wer weiß. Auf der Seite von Silent muss man sich natürlich sagen, ey Leute, ruhig bleiben, eine Runde haben wir abgegeben, aber wir ziehen das mit dem Momentum weiter auf der anderen Seite. Und vielleicht umso besser auch, wenn man beim SBC jetzt sagen kann, Leute, wir schaffen das, wir sind jetzt immer näher dran gekommen und jetzt haben wir eine cleane Runde gehabt. Einfach so weitermachen, hier mit dem Momentum Train weiterreiten, weiter Chuchu fahren. Mal wieder die erste kritische Phase, kann ich einen Kill finden? Ist die Frage, die man sich hier stellen darf, stellen muss. Und ja, wir aus der Zuschauerperspektive, wir sehen hier natürlich sehr, sehr gut, was hinter dieser Tür lauert. Aber Evolution Hades sieht das natürlich nicht und Harley zum Opfer gefallen von Silent Davids Aim Skills und leider nicht getroffen. Der zweite war es dann aber. Und Nakshi sowie Silent. Ach, never mind, hey, das sind ganz viele, die jetzt gedroppt sind. Das sind ganz, ganz viele gute Kills, die gefunden wurden. Nur noch David ist alive und wir sehen auch, dass er da nichts ausrichten kann. Manchmal ist die Überzahlsituation einfach zu viel. Somit schon der zweite Punkt. Es kann wirklich noch alles gewonnen werden von beiden Seiten. Boah, nochmal hier der wunderschöne Endkill. Das gönnt man sich doch. Das sehen wir gerne. Und wieder die Seiten werden gewechselt. Finde ich ehrlich gesagt auch schwierig. Finde ich, ist an COD immer dieses Hin- und Her-Gewechsel und dann immer wieder umorientieren. Und auch immer wieder die Strats einfach ready haben. Aber die Spieler, die sind routiniert, die sind auch diszipliniert, wie man hier gut sieht. Die haben den Triggerfinger richtig ready und diesmal werden die Nades auch nicht irgendwie schon irgendwelche, ja, Kills finden, die man vielleicht so nicht sehen will. Und Picasso hat schon einen ganz interessanten Spot gefunden hier. Tatsächlich direkt an der Tür. Und
einfach nur ready, da jetzt vielleicht auch aggressiv reinzugehen, aggressiv reinzuschauen. Oh, tatsächlich ist es jetzt ein 4 gegen 3. Das könnte schon gut ausschauen für den Ausgleich eben. Man will das Ganze hier holen. Man will da natürlich gute Kills finden und man bekommt zwar Picasso, schießt auch noch andere an. Trotzdem aber selber in der Zeit einen Spieler verloren. Harley wird von Nakshi geholt und somit ist es jetzt ein 2 gegen 2. Man hat aber den Intel. Also im Moment tatsächlich ein guter Spot, finde ich nach wie vor für SPC. Wir können das Ding holen und Nakshi wird geholt und es ist ein 1v1. Jetzt ist die große Frage, wie kann man das solide runterspielen? Jetzt kommen auch die Mindgames rein. Ist da der Plant? Wird gefaked? Wo geht man denn wieder weg? Man ist hinter den Stairs, man fühlt das aber, man re-aimt das Ganze. Man muss jetzt schauen. Zieh ich durch? Was mache ich mit dem Diffuse? Oh mein Gott. Er wird durchgezogen. Er wird einfach eiskalt durchgezogen. Nerven aus Stahl, Leute. Einfach nur Nerven aus Stahl. Ich musste die Luft anhalten und ich glaube auch als Spieler. Aber das sind eben diese ekelhaften Mindgames. Sehr, sehr schwierig, in so einer Situation wirklich richtig oder falsch zu handeln. Das ist einfach alles Gefühlssache und Silent hatte es ein bisschen besser im Gefühl. Somit steht es 4-2 für sie. Und weiter geht aber die wilde Fahrt. Das ist noch lange nicht vorbei. Wir sind so gesehen erst in der Halbzeit angekommen, denn es kann ja immer noch ein Win für Silent sein und dann noch 5 Wins auf der anderen Seite und Picasso wieder First Blood geholt. Der nächste auch schön geholt hier. So muss das doch. Und alle Teammember von SPC live und hier Silent ein bisschen in der Ecke gedrängt. Nur noch zu zweit. Boah, auch dieses Lurker-Battle gerade zwischen Nakshi und Evolution. Ja, Nakshi hat sich Evolution Hirsch geknallt hier. Das sind auch wieder Dinge, die einfach nur via Bauchgefühl gehen. Aber Silent Zodiac, vielleicht dem Namen Silent gerecht, findet hier Picasso, weil er eben unterwegs ist und Nakshi kann aber hier auch nochmal einen Kill holen und somit ist nur noch Harley Quinn last alive. Findet hier leider nicht die Kills. Das war natürlich auch schön gespielt, dass man da zu zweit einmal double peaked und durchgeht und es ist ein schwieriger Weg zurück. Aber trotzdem, man weiß auf Seiten von SPC, dass man das Ganze gewinnen kann. Sie haben schon 2 Runden gewonnen. Ein paar Runden waren auch sehr, sehr knapp. Also, dass die Runde wegging, das tut mir schon so ein bisschen weh. Da waren teilweise auch eben diese Situation dabei mit dem Lurk, wo sie sich getroffen haben und so. Das, wie gesagt, klar, ne? Es ist ein bisschen das bessere Bauchgefühl, der bessere Game Sense, welche Winkel man dann eben abaimt. Aber ja, nach wie vor, es gehört ein bisschen Glück, ein bisschen Skill und ein bisschen Dedication dazu und dann kann man das Ding rocken. Und auch hier, wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Nakshi und Evolution hier schon wieder ein bisschen Damage und oh mein Gott, Picasso mit der Rotation komplett unerwartet reingescheppert und den Kill gesaved. Der Gunbody von ihm gefällt mir übrigens auch ziemlich gut. Und was mir noch besser gefällt, ist auch das SPC hier. So, auf A den Plant durchgebracht hat und jetzt ist es eben diese Frage, kann man zu zweit das Ding irgendwie nochmal holen? Evolution Hades ist ganz, ganz nah an Zodiac und Zodiac rennt ihn einfach und holt sich den Knife-Kill. Also das ist ganz schön disrespektlich. Harley Quinn hat nicht wirklich einen Ort, um da irgendwo hinzugehen und somit ist es aber auch nochmal ein Kill geworden auf der anderen Seite und 2 gegen Zodiac. Kann er das Ding reißen? Evolution Hirsch wird nicht geholt. Die Nades natürlich in COD-Manier. Ne? Explodieren muss es auch noch. Silent Zodiac holt sich aber ein. Und hier ist aber auch die Sache. Da muss man einfach weggehen und auf Zeit spielen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Und der Kill geht dann ja sogar an. Habe ich es auch gerade gelernt, an den der plantet. Und somit haben wir nochmal einen Kill mit der Explosion. Ja, ne?
Kann man machen. Man muss das natürlich so gut spielen, wie es eben geht. Und dann sieht ein Final Kill halt auch mal so aus. Was soll man sagen? Was soll man tun? Es ist nach wie vor Matchpoint. Ihr wisst, wie es ist. Es steht 5 zu 3. Aber, boah, guck mal hier, die Laune ist da. Ein paar fancy Spins und Evolution Hades. Ja, jetzt schauen, dass dir nicht schlecht wird. Du musst nämlich noch ein bisschen leisten, mein Freund. Es sind noch ein paar Games vor uns. Wollen wir doch hoffen. Evolution Hirsch hier schön am Abpieken, am Suchen und Evolution Hades. Wird leider das Zeitliche segnen und uns erst wieder in der nächsten Runde beglücken und auch Silent David. Oh, und hier Nakshi holt sich Picasso. Das heißt, wir haben ein 3 gegen 2. Oh nee, der Engel und Harley Quinn da auf beiden Seiten. Einfach nur rausgenommen und das ist dann doch der 6. Win gewesen. Und somit war das dann eben auch schon dieser 2. Mode. Wir sehen hier nochmal den letzten Kill der Runde. Das zeigt mir einfach wieder, wie schön COD ist. Richtig schnell, Tür auf, rein. Schnell, aggressiv, ja. Hechten. Und sich den Kill holen. Multi! Ja, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Schweren Herzens muss ich leider hier sagen, Silent hat sehr stark gespielt in dieser Runde. Mhm. Die Nade-Spots, die sie geworfen haben, die zwei Kills, die mit den Nades geholt wurden, die Peaks am Anfang, also das ist echt ganz, ganz stark. Ja. Ich kann nicht viel sagen dazu. Es tut ein bisschen weh, auch der Ninja-Defuse, der passiert ist. Hades hat da ein bisschen versagt, leider. Ist natürlich auch schwer zu spotten von dem Türrahmen her. Ich weiß, was er probiert hat, leider. Mhm. Wenn er hinter der Bombe liegt, dann sieht man den Gegner natürlich auch nicht. Das wird natürlich schon auch für ihn wehtun. Aber ärgerlich, ja. Genau, aber das wird die, denke ich mal, nicht erschüttern. Wir haben jetzt noch eine Map, die sie, also noch einen Mode, das wäre der Control, der jetzt als nächstes kommt. Den müssen sie natürlich gewinnen. Wenn sie da nicht das Ruder rumreißen und sich ein bisschen, ich sag mal, am Riemen nehmen, so wie wir das so gerne sagen, wird es sehr schwer für sie. Ja, auf jeden Fall. Aber hey, es gibt doch keine guten Comeback-Stories, wenn man nicht erstmal 2-0 behind geht. Wer weiß, vielleicht ist das alles nur für Content. Nee, aber Spaß beiseite. Man darf ja auch sagen, also die beiden Runden, die waren ja auch solide gespielt von Silent Empire. Also da geht natürlich auch nochmal Respekt raus an die Spieler. Und wie gesagt, auch nochmal Respekt an euch im Chat. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Ich denke aber, Thema Respekt geht raus. Ich glaube, wir gehen auch eben raus in eine kurze Pause, denn ich habe ja sogar gelesen, dass die Spieler auch sagen, ey, wir machen nochmal 5 Minuten Pause. Und was denkst du, was macht man so in der Pause? Ich habe tatsächlich früher als Coach manchmal gesagt, wir schauen uns jetzt einfach 5 Minuten zusammen irgend so süße Hündchen und Kätzchen an und sowas, um ne, wieder komplett runterzufahren. Vielleicht gibt es auch nochmal eine weiß nicht, motivational speak, so, ne, wie man so sagt, motivational, irgendwas. Ja, naja. Ich denke, die werden da jetzt sicher eine Teambesprechung abhalten, was jetzt das nächste Vorgehen sein wird. Wir haben jetzt nachher kurze 3 Minuten Pause und dann denke ich mal, sehen wir uns in 3 Minuten wieder. Sehr schön, dann bis gleich. Dreaming, dreaming, dreaming.
weiß nicht, ob das jetzt lange oder kurze 5 Minuten waren. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Fakt ist, die Spieler, die sind ja mehr oder weniger schon wieder ready. Und ja, ich nehme stark an, das hat dann ein bisschen was mit der Größe der Map zu tun, oder? So, das LA-Silo eben, ne? Das ist das Lagerhaus so. Ja, wir sind gespannt. Wie ein Flitzebogen. Den gibt's. Der wird ja leider nicht gespielt. Ne? Ich sehe immer nur Waffen. Das glaube ich auch ein bisschen besser. Also, ne? Prähistorische Waffen brauchen wir hier nicht. Wir brauchen aber David, der mal langsam wieder von seiner Pause zurückkommt. Wer weiß, der hat es vielleicht ein bisschen zu wortwörtlich genommen mit den 5 Minuten. Und alle anderen waren ja gefühlt in 20 Sekunden wieder da. Und hier David einfach der Einzige, der sagt, nee, ich gönne mir da die 5 Minuten. Ja, der hat sich so eine kleine Duftkerze angezündet und ist jetzt am Meditieren, ne? Ja, die innere Mitte finden. Und Silent will dann natürlich den Deckel zumachen, ja, ganz klar. Die wollen die Katze nicht mehr aus dem Sack lassen. Die wollen hier SBC keine Chance mehr geben und das Ding 3-0 fertig machen. Aber SBC, es ist eben ein Best of 5, ja. Das hat einen Grund, weil man da auch wieder zurückkommen kann, ja. Das können die hoffentlich besser, als ich Deutsch kann im Moment. Wer weiß. Was denkst du, was ist so deine Wetterprognose, die du für uns hast, Multi? Denkst du, dass es... Oh, das ist... Hast du... Hast du deine Mike an? Oder ich habe meinen Mic auch nicht an. Ach, ja, gut. Entschuldigung für das. Ja. Das ist erste paar Mal Production machen ist, das ist. Ich weiß noch damals, ne? Ich zum ersten Mal Production gemacht habe. Da hat der Stream gebrannt. Also, machst du schon ganz gut. Don't worry. Das ist schon gut. Aber ihr merkt schon, ne, die alles entscheidende Frage ist. Wie geht es jetzt weiter? Ja, ich hab zu viele Puns mit dem Ding. Und weiter geht's eben mit dem Game, mit Control und auch mit den Lives, die noch remainen. Und das ist halt schon wieder ein sehr, sehr starker Start für Silent. Sie haben hier schon die ersten paar Kills geholt und befinden sich in einem guten ersten Spot.
wird aber trotzdem gerade eingenommen. Also der Progress ist, ja, der lässt sich sehen im Moment. Jetzt wird contested hier und oh mein Gott, alle wird weggeholt. Evolution Aid, es kann aber den Return kill finden. 2-2 gerade getradet worden. Heißt aber nach wie vor hier, die Tickets, die gehen langsam, aber sicher halt mit einer Differenz von 5. Jetzt sind es nur noch 4 Evolution Hirsch. Der will mich hier nicht mal ausreden lassen und 5 nennen. Oh, schön. Evolution Hades da nochmal einmal gesaved. 19-23. Aber die Zones fast schon ab. Wenn wir eben A anschauen, Picasso mit einem sehr guten Kill und somit A secured. Jetzt geht es um den zweiten Punkt und wir sind eben auch schon in der Mitte angekommen der Tickets. Somit wird das hier eine schwierige Angelegenheit, aber eine machbare Angelegenheit. Wir befinden uns eben in dem Warenhaus, wie es der Titel der Map ja so schön sagt. Ja, und hier Nakshi und Dropshot holen sich auch mal. Ganz, ganz knappe Schaffe. Aber Kill hier geholt und jetzt sind wir wieder ein paar mehr blaue Kills im Kill Team und ich rede darüber und Picasso und auch Evolution Hades werden hier weggeholt von Zodiac und David. Die Jungs haben das Ganze auch gut im Griff und man sieht eben das Knowledge von den Spawns, das Knowledge von wo kommen denn jetzt die Feinde her. Und hier Dropshot mit einem Kill und dann auch Harley eiskalt gefinished. Damit werden die leben. Ah, David am Boden einmal weggewailed worden und auch hier Zodiac. Es sind so, so knappe Fights, aber knapp ist eben nicht genug. Und somit, ja, schade, schade, aber der B-Punkt, der erweist sich als so schwierig und er wird auch gerade sehr gut gehalten im Moment. Muss man Silent ja wirklich lassen, sie spielen das Ding solide. Es hat sich tatsächlich so ein bisschen beruhigt. Evolution Hades findet einen Kill. David auf einer 5er Killing Spree, by the way. Und nur noch 30 Sekunden. Keine Spawns mehr remaining. Man muss jetzt auf diesen B-Punkt. Nakshi holt sich den Kill. Picasso wird auch weggeholt. Und der Herrsch ist eher die letzte Hoffnung. Es wird ein Sieg. Und ihr seht auch hier wieder, vorher war es ja Best to 6. Jetzt geht es auf 3 Runden. Die erste Runde aber souverän. Von Silence einfach wieder runtergespielt. Die Seiten werden gewechselt. Sind wir ehrlich, Leute, ne? Das ist halt einfach hier, ne? The Favorite Map. Ja, ganz klar. Wir sehen gleich, ob Silence hier diesmal auf der anderen Seite, auf der Angreiferseite, auch so gut runterspielen kann. Das ist wirklich die Frage, wo kommen die ersten Nades rein? Was sind hier für Spots, die man spielt? Und Evolution wird da aber auch schon geholt. Evolution Hades auch wieder. Hier schon Hades, beide im Grab gelandet. Und man sieht auch einfach, Silent ist ein klein wenig schneller. Ein klein wenig besser. Moment. Und auch schon auf A, um diesen ersten Punkt einzunehmen. Man kann versuchen, irgendwie etwas dagegen anzurichten. Aber es wurde nur ein einziger Kill gefunden bisher. Und das ist wirklich auch wieder diese Momentum. Definitiv. Kann man nicht anders sagen. Aber die ersten Kills werden jetzt auch wieder gefunden. Also, ihr seht auch, SBC, sie kämpfen bis zum Mittelpunkt. Beweisen sie uns gerade. Hier schön wieder ein Kill gefunden. Die Leute sehen jeden Pixel und tatsächlich, SBC, sie finden wieder ein bisschen zurück. Wir sehen eben auch, dieser B-Punkt ist schwierig einzunehmen, wenn man nicht ganz genau weiß, wo alle Gegner sind. Einen hat man sich holen können, Picasso. Nakshi in einer schwierigen Position, hat da gespottet, aber nicht den Kill gefunden. Und somit sofort wieder rotieren, sich neu positionieren. Nakshi, auch nochmal kurz, ne? Also Willkommensgeschenk, eine Granate rein da ins Fenster. Und es geht jetzt eben um diesen B-Punkt. Da ist der B-Punkt. Hat man Evolution Hades nicht gesehen, tatsächlich? So, hier einmal Anti-Nate. Jetzt wird er aber gespottet und Evolution Hades bekommt nicht den Kill. Harley Quinn kann dann aber das Ganze auch zu Ende bringen. Sehr, sehr gut, sehr gut. Silent David aber auch.
Nach wie vor sehr gut am Triggerfinger. Um deinen richtigen Moment abzudrücken. Blutschmirsch kann nicht den Kill finden, kann dann aber dafür einmal wegsliden. Harley Quinn da auch mit einem weiteren Kill auf Silence Zadiac. Wichtige, wichtige Kills, die hier gefunden werden. Man will in diesem Spiel bleiben. Es ist so wichtig. Jeder einzelne Kill zählt jetzt. Und David sieht das auch so und holt sich ihn gleich wieder. Oh mein Gott. Picasso nicht am richtigen Ort, richtige Zeit gewesen. Harley Quinn da auch einfach unterlegen die Treppe hoch und muss natürlich alles checken, während man hier nur auf die Treppe schauen konnte. Dann findet aber Picasso wieder einen Kill. Und ihr seht auch, die Zeit könnte hier tatsächlich das Problem werden. Oder schafft man es jetzt doch, B einzunehmen? Es ist noch eine halbe Minute, man ist auf B. Man muss dann nochmal alles, was man hat, jetzt auf den Punkt werfen. Silent ist auf B. Wollen das Ding holen. Auf der Seite wird man weggeholt. Und der Punkt ist fast gesichert. Fast. Und mach aus fast. Einfach nur ganz. Man hat sich den Punkt holen können. Und somit ist das hier nicht nur Matchpoint, sondern es ist Matchpoint, wenn Silent diesen Punkt hier holt, dann haben sie das Ding 3-0 einfach nur durchgehustelt. Aber es ist wieder ausgeglichen. Es steht wieder 30-30 Lives. Beide Punkte sind wieder verfügbar und die Zeit tickt. Wer findet den ersten Kill? Den ersten Frag. Picasso tatsächlich holt sich hier Silent Dropshot und wir sehen auch gerade David. Ja, nicht so wirklich auf. Was sei denn? Nein, Evolution Hirsch. Mit dem Kill hier. Schön. Einmal den Whale auf den Boden und einfach nur die bessere Position benutzt. Schneller reagiert. Und ihr seht auch gerade. Erster Kill endlich, aber auch sofort weggeholt worden. Und es sieht bisher solide aus. Der Swiss Bomb Clan ist in der Offensive. Also unsere Spieler müssen hier die beiden Punkte holen. Es sieht aber rein lebensmäßig gar nicht so schlecht aus. Sie haben da einen 3-Ticket-Lead und ihr habt in der ersten Runde dieses dritten Games ja schon gesehen, was das ausmachen kann. Und hier auch schön Evolution Hirsch. Kill geholt. In der Zwischenzeit ist aber Silent David einfach nur ein absolutes Tier. Und Silent holen sich somit 3 in Folge. Und jetzt könnte bald mal dieses Spawn-Problem, was angesprochen wurde, ein Problem werden, wenn man so viele Kills in so kurzer Zeit findet. Aber never mind Picasso, Harley Quinn und auch Evolution Hades. Die holen sich wieder gute, gute Kills. Und im Endeffekt hier vielleicht sogar machbar. Man hat immer noch einen Vorteil von 3 Lives. Man hat auch schon den ersten Tick von BA, sowieso müssen wir gar nicht drüber reden, komplett eingenommen worden. Silent Dropshot holt sich da. Ah, tatsächlich. Ja, dem Namen gerecht, sich Silence, aber wird dann sofort selber geholt. Noch ist aber Silent zu dritt direkt neben diesem B-Punkt und die müssen erstmal ausgeräuchert werden. Das muss man jetzt erstmal hinkriegen. Silent Zodiac versucht da einen ersten Kill zu finden, wird es nicht schaffen. Da war doch nicht der Pixel gut genug gefunden worden. Dropshot findet aber hier wieder jemanden vor seiner Waffe und drückt ab. Und auch Dropshot, ja, den nächsten, also Dropshot definitiv auf einem sehr, sehr guten Lauf, sehr stark unterwegs. Und auch David findet wieder einen. Somit sind die Leben wieder umgedreht und B wird einfach sehr, sehr stark gehalten. Obwohl Evolution Hirsch einen geholt hat, einen zweiten schon. Das könnte vielleicht der Ende sein, den man haben muss. Harley Quinn, schön! Obwohl in der Disadvantage das Ding gut rumgerissen. Sehr, sehr gut gemacht. Da macht mich jemand aber ganz stolz, denn das wird vielleicht der Anfang sein, um jetzt eben diesen B-Punkt einzuholen. Es ist ein Spiel, das nicht auf die Leben herauslaufen wird. Es sind nämlich nur noch 30 Sekunden. Und da muss man sich jetzt wirklich langsam auf den Platz werfen. Anti-Nate einmal, sehr, sehr wichtig natürlich, wenn hier um diese Static-Defenses gespielt wird. Silent, Zodiac gefallen. Und der B-Punkt, er wird geholt. Dropshot wird auch geholt hier. Hades holt sich ganz wichtige Kills. Und auch Picasso nochmal einen wichtigen. Leute, es ist noch nicht vorbei.
Ich habe vorhin gesagt, das ist der Matchpoint, und das ist der Game Series Matchpoint. Da ist aber noch Kämpfergeist mit dabei für Swiss Bad Clan. Ich finde das super, sie zeigen sich nochmal von ihrer besten Seite. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Spieler gibt, die in so einer Situation dann fast schon ein bisschen die Flinte ins Korn werfen und einfach nicht mehr die Motivation haben und auch einfach ein bisschen entmutigt sind. Aber nicht der Swiss Bad Clan. Die kommen hier nochmal zurück mit einem Spiel, gleichen das Ganze Richtung 1-2 schon mal aus und können dann vielleicht mit dem nächsten Win ja auch schon auf 2-2 ausgleichen und das Ding dann 3-0 holen. Nach wie vor aber für Silent noch ein einziger Win und sie haben das Ding. Und wir sind wieder auf einem Reset. Noch ist nichts passiert. Man findet sich hier mehr im Gebäude und Nakshi holt sich tatsächlich First Blood auf Evolution Hades. Und auch Evolution Herrsch wird hier geholt. Picasso kann da vielleicht noch was finden. Für einen Kill hat es gereicht, aber für mehr dann auch nicht. Und somit wollen wir weiterschauen. Wie kann man den Push zurückhalten? Von Silent, Harley Quinn auf jeden Fall nicht den Moment gehabt. Silent Zodiac stattdessen den Kill gefunden. Und somit auch A secured Silent Zodiac mit noch einem Kill. Tatsächlich ist eben, ja, wenn man weiß, wo man spawnt und hier von außen spielen muss, sehr, sehr schwierig. Harley Quinn hat aber einen guten Spot. Evolution Hades findet sogar noch einen Kill. Das ist natürlich noch besser, als nur einen guten Spot zu haben. Das geht eben an diese B-Seite. Wir sehen es in jeder Runde, dass ja die B-Seite, die ist schwierig. Nakshi weiß aber, dass es einfach ist, einfach so einen Ecken zu clearen, da rein zu pushen. Und hier sind wieder ein paar Kills gefallen. Nur noch Harley Quinn und Evolution von SBC live. Auf der anderen Seite. Oh, David fast bekommen mit dem Explosive. Und Zodiac auf einer absoluten Killing Spree. Der Spieler ist gerade einfach nur insane. Muss man Silent einfach lassen, was sie hier leisten. Und da ist eben die ekelhafte Spawn Trap. Das ist das große Problem. Und ja, Thema Spawn Trap. Man weiß jetzt auch gerade, wo die Spieler sind. Kann sich somit auch zwei holen mit dem Killstreak. Und das ist bitter. Aber das wird die Series sein. GGs an beide Teams. Sehr viel Kampfgeist von dem Swiss Bomb Clan. Aber nur der Kampfgeist hat leider, leider nicht gereicht. Und ja, der letzte Kill der Runde. Schön mit der Killstreak. Tod von oben. Der Cruise Missile. Sich da nochmal zwei Kills geholt. Schön, schön gespielt. Trotzdem Hut ab an Silent Empires Leistung heute. Sie waren heute das bessere Team und haben sich das Ding hier in jeweils knappen einzelnen Games, aber dann doch in einem sehr soliden 3-0 geholt. Und Multi! Jawohl, da bin ich wieder. Dieses Mal mit Mikro an. Man sollte mich also hören. Genau, das sind eben die Sachen, ne? So Sachen. Ja, es ist natürlich Upsies. Das ich erste Mal, ne? Ja, wie gesagt, ne, da reißt niemand den Kopf ab. Und ich denke eben, kleine Upsis sind schon so ein bisschen das Thema heute, oder? Also, wir hatten heute kleine Upsis. Ich hatte auch meine kleinen Versprecher dabei. Und unser Team, ja, die hatten halt auch ein paar kleine Upsis. Was denkst du jetzt, wo du so die Series gesehen hast, noch so ein paar abschließende Worte von dir? Ja, also natürlich Gratulation an Silent. Drei sehr starke Runden, die uns präsentiert haben hier. Hauptquartier mit schnellen Rotationen. Control, natürlich die Spawns, die wussten genau, wo die Leute herkommen. Die wussten genau, wo sie sich positionieren mussten. Also das ist Map-Knowledge, das man haben muss, natürlich im Liga-Modus. Und SND. Da war es eigentlich eine sehr spannende Runde, muss ich sagen. War Silent leider ein bisschen stärker von der Positionierung her. Aber ich denke mal auch, SBC konnte hier sehr viel mitnehmen, auch mit den Spots und den Routes, die man nehmen kann während dem Spiel. Deswegen auch an SBC Kopf nicht hängen lassen. Nächstes Spiel wieder alles geben. Also das wird sicher wieder weiter spannend bleiben. Genau. Und auch
wie gesagt, ich habe es in-game gesagt, aber ich sage es jetzt auch gerne nochmal so zum Abschluss. Der Kämpfergeist, der hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass man trotzdem auch im letzten Mode, wenn man schon 0 zu 2 down ist, dann trotzdem nochmal eine Runde holt und bis zum bitteren Ende, bis zum ja, bitteren Spawn-Trap, wie es halt ist auf der Map, weiterkämpft und noch sein Bestes gibt. Mehr kann man nicht machen und wie du auch gesagt hast, man nimmt hier auf jeden Fall etwas mit. Deshalb auch nochmal von mir GGs an beide Teams. Ich hoffe, alle haben einen weiterhin wunderschönen Abend und starten dann auch gut in den Rest der Woche. Ich hoffe auch, dass ich vielleicht den einen oder anderen noch an der Switzerland sehe. Ich glaube, dich sehe ich auf jeden Fall auch an der Switzerland. Jawohl, das wird ja ein richtiger Spaß da. Am meisten mit der MW3 Beta schon bereit in den Startlöchern ab morgen. Das werden 3 Tage durchgesuchtet, also komplett. Alles nice. Ich habe einen Overwatch und einen League of Legends Cast. Da hören wir doch sehr gerne rein. Ja, wunderbar. Zwar wahrscheinlich kein Plan, was abgeht. Sind auch so Spiele, ne? Da schaut man rein und einfach alle Farben irgendwie. Ja, ist nicht so schön simpel wie COD und nicht mal so fast-paced, ne? Also COD hat da schon was. Da eben kleine Fehlerchen und schon ist es halt vorbei mit den paar Tickets, mit dem Punkt, mit den Search and Destroy-Runden. Aber genau das macht es eben auch so spannend. Entsprechend, Leute, ich hoffe nach wie vor, ihr habt Spaß beim Cast, könnt mir auch sehr gerne Feedback geben, wenn ihr was habt. Und somit entlasse ich euch mal in den Abend. Und eben, wie gesagt, ich hoffe, dass man ganz viele Leute an das Switzerland sieht und auch sonst ganz viele Leute in der COD-Beta und weiterhin ganz viele Leute Spaß an COD und Gaming generell haben. Ich wünsche euch was und sage bye bye.